Moini, Freunde! Nachdem ich euch gestern ja schon mein erstes Projekt für Januar 2023 vorgestellt habe, möchte ich euch heute mein zweites Projekt vorstellen. Und zwar möchte ich ein Egglog, ein Pokémon Karmesin und Purpur machen. Was ich allerdings für ein Egglog brauche, sind Eier. Und diese Eier kriege ich von euch. Ihr werdet mir Eier zuschicken und ich werde eure Eier in dieser Egglog benutzen. Wie ihr mir Eier zuschicken könnt, das erfahrt ihr hier in dem Video. Als allererstes müsst ihr dafür auf Pokémon Showdown gehen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann geht ihr hier auf Teambuilder, okay? Wir gehen in den Teambuilder rein. Hier haben wir jetzt alle Pokémon. Ihr könnt natürlich auch, wir haben hier OUUU, bla 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 bla, NFE, Little Cup. Und wir haben hier unten auch Unreleased Pokémon. Da sind die Hisui-Pokémon etc. dabei. Die könnt ihr mir natürlich auch geben, okay? Das ist kein Problem. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich legendäre Pokémon erlauben soll. Ich muss das jetzt spontan entscheiden. Ich glaube tatsächlich nicht. Wichtig ist aber, wenn ich zum Beispiel, wenn ihr mir ein Feurige schickt, dann wird sich das nicht zu Hisui Tonupto entwickeln. Falls ihr das möchtet, das funktioniert nicht, okay? Außer ich könnte es umändern in der Theorie, aber das ist, glaube ich, zu viel Aufwand. Wir machen das nicht. Und wir machen auch ohne legendäre Pokémon. Und zwar funktioniert das Ganze wie folgt. Natürlich brauche ich die kleinsten Stufen, wie sie halt eben auch so herauskommen. Heißt, ihr könnt mir jetzt kein Huzesan-Ei packen. Das heißt, ihr könnt aber hier runtergehen. Ihr könnt mir zum Beispiel ein Kurdeln-Ei packen, weil er hat ja keine Vorentwicklung. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel, wir gehen mal auf die, die Pokémon, die noch nicht draußen sind. Und dort können wir jetzt zum Beispiel einen Hisui Zoroa nehmen. Hisui Zoroa kann, also ihr könnt den Items geben, das ist auch kein Problem. Sagen wir mal, Hisui Zoroa bekommt ein Choice Specs als Beispiel. Hat als Fähigkeit Illusion. Und dann könnt ihr schauen, okay, welche Moves geben wir denen denn? Wir geben dem Sludge Bomb, wir geben dem Shadow Ball, wir geben dem Terra Blast und wir geben dem Dark Pulse. Ihr könnt den Terra-Typen hier ändern, das ist auch kein Problem. Könnt ihr in Terra-Kampf zum Beispiel ändern. Funktioniert alles so, wie es soll. Und EVs werdet ihr dem Pokémon keine verteilen. Denn diese werde ich ja natürlich nach und nach im Playthrough selber hochtrainieren. DVs solltet ihr eigentlich so lassen. Macht er schon automatisch. Jetzt hier in dem Fall haben wir keinen physisch-offensiven Move. Das heißt, er macht auch 0 auf Angriffs-DVs. Das ist komplett in Ordnung. Das kann gerne so bleiben. Dann könnt ihr dem Pokémon natürlich noch einen Spitznamen geben. Zum Beispiel, ihr heißt Tim. Dann könnt ihr den Tim nennen. Und dann heißt das Pokémon genauso wie ihr. Und als Level natürlich Level 5. Okay, ich glaube Level 1 ist mittlerweile, aber wir geben den Level 5. Ich glaube, das sollte am einfachsten sein. Dann könnt ihr natürlich noch auf Male und Female einstellen. Und das war's tatsächlich schon. Dann nehmt ihr das Ganze hier. Geht hier oben auf Import-Export und kopiert einmal das Ganze und dann schickt ihr mir das per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse. Und zwar an razorreagiert@gmail.com. Ihr seht es hier nochmal eingeblendet, sendet dort sehr gerne. Ich habe einmal hier das vorgemacht, wie ihr mir das Ganze schicken könnt. Sendet mir dort sehr gerne das Ei und dann habt ihr die Chance, ja, oder dann wird euer Pokémon in der Egglog dabei sein und ihr werdet ein Teil des Ganzen. Ich würde mich super freuen, wenn wir viele Einsendungen bekommen würden. Das heißt, lasst euch nicht lumpen, schickt mir gerne ein Ei. Einsendeschluss ist der 31.12. Das heißt, ab dem 1.1. werde ich keine Eier mehr annehmen. Also haltet euch ran. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, es wird ein sehr geiles Projekt. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Mir erst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Videos zu dieser Egglog kommen natürlich auch hier auf dem Kanal online. Macht's gut und ciao, ciao.